111 Tage musste Stefan Effenberg auf sein Comeback warten. Im Bremer Weserstadion spielte der Bayern-Kapitän nur eine Halbzeit lang, ohne groß aufzufallen. Und er konnte auch nicht verhindern, dass seine Mannschaft nach diesem Foul von Lisa Rasu an Thorsten Frings von der Tabellenspitze geschossen wurde. Es lief die 41. Minute und ausgerechnet ein Ukrainer, Viktor Skripnik, schoss den Elfmeter und sich seinen ganzen WM-Frust von der Seele. Das einzige Tor in diesem packenden Bundesligaspiel vor ausverkauftem Haus. Für die verwöhnten Bayern war es die zweite Saisonniederlage und Werder hat seiner Kundschaft bewiesen, dass Bremen auch mal gegen die Großen der Liga gewinnen kann. Die Bayern nutzten wie hier Claudio Pizarro ihre vielen Torchancen nicht. Und Viktor Skripnik wird sich diesen Glückstag im Kalender bestimmt rot anstreichen.